Servus, ich bin der Thomas Steu, komme aus Vorarlberg, aus der Alpenstadt Glunz. Ich bin 25 Jahre alt und ich rodel seit 2010. Ich bin der Lorenz Koller aus Elbböhm. Das ist nicht weit weg von der Bahn, deswegen habe ich angefangen. Ich bin 25 Jahre alt und ich rodel seit 8 Jahren bin. Ja, wie wir uns gefunden haben, so als Doppelsitzer war. Es hat einfach für die Jog, für die Jugendspiele, hat es einen Doppelsitzer gebraucht. Und da ich jetzt halt nicht der Größte bin, von den Grundvoraussetzungen her, jetzt quasi, ich war ein guter Obermann. Der Thomas hat halt auch irgendwie da gut reingepasst und haben die Trainer auch gesagt, wir sollen mal probieren. Wir haben es dann zu den Jugendspielen probiert. Und nachher hat es dann einmal so eine kleine Krise gegeben. Da wollten wir es schon gerade einmal lassen, also einfach schon ein hartes Lernjahr war. Und ja, wir haben aber dann nochmal zusammengefunden und sind dann dabei geblieben. Unser erster Erfolg war eigentlich leider auf der Heimbahn in Innsbruck bei der JOG 2012. Die Bronzemedaille in der Teamwertung. Dann ist es weitergegangen 2014 mit dem Junioren-Weltmeistertitel. Im Doppelsitzer sowie im Team. Den haben wir mal eine lange Zeit gebraucht, bis wir eingewachsen sind ins allgemeine Team. Haben dann 2017 der U23-Weltmeistertitel eingefahren, wieder auf der Heimbahn und dann 2018-19 eigentlich das beste Jahr mit 3 Medaillen bei der Weltmeisterschaft in Winterberg. Die letzte Saison war so ein bisschen unerwartet für uns. Wir haben eben davor eher im Juniorenbereich die Erfolge gehabt und so in der allgemeinen Klasse haben wir uns noch nicht ganz so durchsetzen können. Wir sind aber dann letztes Jahr in die Saison gestartet und haben dann gleich die ersten 2 Weltcups gewonnen, ganz unerwartet. Und so ist dann eigentlich auch weitergegangen. Es war wie so ein bisschen wie so ein Traum. Die Saison war sensationell und dann sind wir zweit im Gesamtweltcup geworden nach den 3 WM-Medaillen. Ja, ihn damals würde ich so beschreiben, dass er eher so der Ruhige in unserem Team ist. Er behaltet eigentlich immer die Nerven. Und ja, auf ihn ist eigentlich immer Verlass. Der Lenz ist ein extrem motivierter Sportler. Er motiviert sogar mich. Aber wenn ich einmal einen schlechten Tag habe, was super ist. Er ist sehr zielstrebig und ich bin sehr dankbar, dass wir gemeinsam den Weg gehen.